Hallo meine Lieben, heute habe ich was ganz Besonderes für euch, nämlich den Auf immer gejagt Tag. Den hat der Carlsen Verlag vor einigen Tagen ins Leben gerufen, denn dort ist ja Auf immer gejagt erschienen, das neue Fantasy-Buch. Und mit dem Tag soll man herausfinden, wie ähnlich man der Protagonistin Tessa ist, und den werde ich heute machen. Auf immer gejagt selbst besitze ich noch nicht. Ich verlinke euch allerdings unten in der Infobox die Carlsen-Seite zum Buch. Dort könnt ihr den Klappentext lesen und euch das Buch kaufen, wenn es euch anspricht. Grob gesagt geht es aber um Tessa. Die wird vom König beauftragt, den Mörder ihres Vaters zu finden. Und der stellt sich als ein junger Mann heraus, den Tessa sehr anziehend findet. Und sie muss sich entscheiden zwischen Liebe und Ehre. Und ja, ich habe mir vor einiger Zeit die 7 Fragen durchgelesen, habe festgestellt, dass man nur für die erste Frage ein Buch raussuchen muss. Deswegen habe ich eigentlich nur die erste Frage so richtig schon im Voraus in meinem Kopf beantwortet. Die anderen Fragen werden sehr spontan werden und ich glaube auch, dass das besser ist. Und ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommen wird. Und das ist nicht alles. Ihr könnt den Tag gerne auch machen, denn der Carlsen Verlag belohnt euch auf zweierlei Weise, wenn ihr den Tag macht. Erstens, wenn ihr mindestens 500 Abonnenten auf eurem Kanal habt oder wenn ihr schon Carlsen-Blogger seid, dürft ihr euch ein kostenloses Rezensionsexemplar von Auf immer gejagt anfordern. Und außerdem verlost der Carlsen-Verlag unter allen Teilnehmern eine Übernachtung in einem Baumhaushotel für ein Wochenende. Und jetzt fangen wir direkt an mit den Fragen. Ich habe die hier vor mir und ich hoffe, dass ich nicht schon auf die nächsten Fragen starre. Ich will mich irgendwie mehr überraschen lassen. Aber ich muss auf jeden Fall die Fragen ganz genau vorlesen. Deswegen fangen wir direkt mit der ersten an. Das ist die mit dem Buch, zu der ich mir die Antwort schon überlegt habe. Und die lautet: Tessa, die Hauptfigur in Auf immer gejagt, ist wild, unabhängig, stark und ausgesprochen einsam. An welche Buchheldin erinnert dich das? Da habe ich so lange überlegt, denn ich kenne so viele Charaktere, die wild und stark und unabhängig sind, aber bei dem Punkt einsam ist es immer gescheitert, weil es ja meistens so ist, dass sie halt immer jemanden kennenlernen, entweder irgendwie ein Squad oder irgendein Love Interest. Und ich habe lange überlegt, habe mich aber letztendlich für Sia aus der Auslesetrilogie entschieden. Warum ist das so? Die Auslesetrilogie ist eine Dystopie, die in einem Zukunftsamerika spielt, in dem es verschiedene Kolonien gibt. Wenn du in einer Kolonie geboren wirst, lebst du da meistens und nimmst irgendwie einen Job an, der eben zu der Kolonie passt. Manche sind mehr landwirtschaftlich orientiert, andere eben anders und du hast eigentlich ziemlich wenige Ausbruchmöglichkeiten. Deswegen ist es das Allerbeste in diesem Land, wenn du zur Auslese geladen wirst. Das ist ein Ausleseprogramm, das dich an eine Universität bringen kann, wenn du es denn bestehst. Und jeder versucht es, weil das bedeutet, dass man erstens in eine sehr hohe Position kommt und zweitens das machen kann, wofür man wirklich, ja, brennt. Und Sia wird ausgewählt als eine der einzigsten aus ihrer Kolonie, denn die ist normalerweise in diesem Rating gar nicht so stark. Und bevor sie abreist, gibt ihr Vater einen Rat, und zwar: vertraue niemandem. Denn wie Sia später herausfindet, hat ihr Vater auch am Ausleseprozess teilgenommen und die Auslese ist alles andere als leicht und ungefährlich. Es sterben Menschen und andere Anwärter auf einen Platz verschwinden und Sia merkt ganz schnell, dass ja, sie wirklich niemandem trauen darf. Und das macht sie aufgrund dessen einfach unglaublich einsam, denn sie ist umgeben von Menschen jeden Tag, sie ist sogar umgeben von Leuten, die sie eigentlich schon länger kennt als ihrer Zeit bei der Auslese, aber sie kann halt keinem trauen, nicht mal ihren besten Freunden, weil die könnten sie letztendlich auch verraten und obwohl sie super mutig und super stark ist, ist sie dadurch halt auch unglaublich einsam, weshalb ich eben sie ja als eine Buchheldin gewählt habe, die mich sehr an Tessa erinnert. Ob das später so ist, werden wir dann sehen. So, machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage, die lautet: Tessa hat nur noch eine Sache, die sie an ihrem Vater erinnert, ein verzierter Dolch. Besitzt du ebenfalls ein besonderes Erbstück? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir haben Erbstücke in der Familie natürlich von irgendwelchen Großeltern, Urgroßeltern, die sind aber alle irgendwie noch so im Besitz von meiner Mama, also ich glaube, wir haben Schmuckstücke und so, also davon gehört eigentlich nichts mir. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich besitze sehr, sehr viele Bücher
Und zwar, also ich besitze eh viele Bücher, ohne Frage, aber ich besitze sehr viele alte Bücher, die teilweise von meiner Mama sind. Und die hat sie auch teilweise von ihrer Mama, also von meiner Oma oder sogar teilweise von meiner Uroma. Ich habe zum Beispiel so eine ganz alte Heidi-Ausgabe, die ist, glaube ich, ich weiß nicht, aus den 30ern, 40ern. Und ich glaube, das würde ich als meine Erbstücke ansehen, denn die sind, ja, die machen, glaube ich, einen ziemlich großen Teil von meiner Buchsammlung aus und ich liebe sie einfach. Das war, glaube ich, einfach meine Kindheit, diese ganzen Bücher zu lesen. Die sind alle unglaublich alt. Deswegen würde ich das einfach mal als ein Erbstück bezeichnen, das mir besonders am Herzen liegt. Denn ich glaube, diese Bücher haben meine Buchliebe auch besonders beeinflusst. Dann machen wir direkt weiter mit der dritten Frage. Die lautet, wenn sich Tessa auf etwas verlassen kann, dann auf ihr Bauchgefühl. Wie ist das bei dir? Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich würde sagen, bei manchen Sachen, ich bin nämlich eigentlich ein sehr, sehr arger Kopfdenker. Also ich entscheide viele Sachen so ein bisschen wie Rory Gilmore mit so einer Tabelle und so einer Plus-Minus-Liste. Und das mache ich tatsächlich. Also vielleicht so eine kleine Macke von mir, denn ich traue meinem Bauchgefühl oftmals nicht. Ich glaube aber, das kommt manchmal zum Einsatz, wenn alles andere nichts mehr funktioniert. Und ich kann mich oder ich konnte mich in der Vergangenheit in den Fällen auch wirklich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Aber es funktioniert halt nicht häufig, beziehungsweise ich benutze das gar nicht gerne, weil ich echt absolut ein Kopfmensch bin. Genau, die nächste Frage ist, in Auf immer gejagt haben manche Menschen besondere Begabungen. Welche besondere Fähigkeit würdest du gerne besitzen? Oh, das ist wieder so eine Frage, das wird man so oft gefragt. Ich weiß es gar nicht. Also, ich finde generell so Sachen cool wie Gedanken lesen oder ein Element beeinflussen oder, weiß nicht, in die Zeit reisen oder, weiß nicht, teleportieren oder so. Aber ich glaube immer, dass diese starken Fähigkeiten irgendwie mit irgendwas Negativem einhergehen, was man ja auch in manchen Romanen merkt. Also wenn irgendwie Gedankenleser plötzlich irgendwas hören, was total unerwünscht ist oder man unkontrollierte Zeitsprünge macht oder so. Deswegen würde ich mir, glaube ich, gar nicht so eine unglaublich besondere und mächtige Gabe wünschen, wenn ich mir eine aussuchen dürfte. Was ich, glaube ich, mir wünschen würde, wäre einfach ein bisschen begabter noch in kreativen Dingen zu sein. Ich bin schon ein unglaublich kreativer Mensch, aber manchmal kommt man einfach an seine Grenzen und ich wäre gerne so ein kleines Genie und würde das mir gerne einfach alles aus dem Ärmel schütten, egal ob es ums Zeichnen geht oder ums Nähen oder hier singen kann ich schon mal gar nicht. Deswegen, das wäre richtig geil. Ich glaube, das wäre meine besondere Fähigkeit in dem Fall. Genau, kommen wir nun zur nächsten Frage. Liebe oder Ehre? Der Mensch, den du liebst, begeht Verrat an deiner Familie. Wie würdest du dich entscheiden? Oh, okay, es ist eine ziemlich krasse Frage, weil wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ist mein Freund eigentlich ein Teil meiner Familie und das sieht auch meine ganze Familie so. Und ich weiß nicht, ob ich ihn verraten würde oder ob ich quasi mich für meine Familie und gegen ihn entscheide, weil egal wie ich mich entscheide, würde ich mich immer gegen ihn entscheiden. Das ist ziemlich blöd. Oh Gott, ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten. Mir ist meine Familie sehr wichtig, mir ist mein Freund sehr wichtig. Aber wenn wir uns jetzt in Tessa reinversetzen, glaube ich, dass der, den sie da jagt und der vielleicht so ein Love Interest ist, ihr nicht besonders bekannt ist. Nicht so wie mein Freund, den ich schon über 2 Jahre kenne, sogar fast 3 Jahre. Also das ist, glaube ich, was anderes. Wenn ich jemanden nicht so lange kennen würde und ich würde mir so denken, okay, Jule, vielleicht ist das ein Love Interest für dich, dann würde ich mich, glaube ich, für meine Familie entscheiden, denn ich kenne diesen Typen ja da noch nicht so lange. Oh Gott, ist das kompliziert. Ja, aber Fakt ist ja, ich würde mich für meine Familie entscheiden, außer wenn ich die nicht leiden könnte, was bei mir nicht der Fall ist. Und ja, meine aktuelle Situation ist ziemlich schwer. Da könnte ich euch, glaube ich, keine Antwort geben. Genau, kommen wir zur nächsten Frage und ich glaube, es ist genau die vorletzte. Im Wald überleben, so wie Tessa, hast du davon schon mal geträumt? Oh, ist auch wieder eine geile Frage. Also,
Würde ich in so ein Luxus-Baumhaus-Hotel kommen, dann würde ich mich da auf jeden Fall drauf freuen und fände das mega geil. Oder auch, kennt ihr das so? Ich glaube, aus Eragon war das diese Stadt, in der die Feen dann oder die Elfen, die Elfen gewohnt haben. Das war richtig geil, das war so eine Baumhausstadt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, das habe ich auch mal in irgendeinem anderen Buch gelesen. Ich kann mich nur nicht erinnern an was, aber es sind meistens Elfen und Feen, die sowas haben. Das finde ich ziemlich cool. Also so Baumhausstädte oben in den Bäumen und ja, da würde ich total gerne überleben. Aber so, weiß nicht, vielleicht auch noch in so einer einsamen Hütte im Wald. Aber so survival-mäßig, du wirst im Wald ausgesetzt und musst da irgendwie 3 Tage überleben. Ich glaube, das wäre der absolute Horror für mich, denn ich bin überhaupt kein Insektenfan. Und ich glaube, im Wald gibt es verdammt viele gruselige Insekten oder auf jeden Fall total viele. Ich weiß noch, als Kind bin ich mal durch den Wald gelaufen, da war da ohne Witz so ein riesiger Hirschkäfer. Ich fand das so schlimm und ich hasse Insekten und ich hasse Spinnen und ich glaube, obwohl ich ziemlich gerne als Kind auch draußen war und da ziemlich das Wissen hatte, würde ich einfach heute so ein paar Probleme haben, alleine im Wald überleben zu müssen. Also würde ich mich da, glaube ich, eher nicht drauf freuen. Und dann kommen wir direkt jetzt zu der letzten Frage, die lautet, die Würfel sind gefallen. Was hält das Buch Auf immer gejagt wohl für dich parat? Oh, coole Frage. Ich habe mir darüber tatsächlich schon Gedanken gemacht, als ich mich gefragt habe, ob ich das Buch überhaupt lesen möchte und meine Frage mit Ja beantwortet habe, weil ich glaube, Auf immer gejagt ist einfach ein gutes Fantasy-Buch und ich liebe Fantasy-Bücher. Ich habe aber gemerkt, dass ich, seit ich blogge, einfach weniger Fantasy lese. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich einfach, ja, andere tolle Bücher entdecke und einfach so ein bisschen meinen Horizont erweitert habe. Aber mir fehlen Fantasy-Bücher sehr häufig einfach. Und ich glaube und hoffe, dass ich in Auf immer gejagt einfach mal wieder ein tolles Fantasy-Buch finde mit einer gut konstruierten Welt, was mich voll und ganz überzeugen kann. Und ich bin super gespannt, ob es, ja, das letztendlich auch erfüllt. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Lesen. Genau, das war's mit allen Fragen. Ich finde die super spannend und ich werde mich jetzt erstmal dran setzen und werde die ganzen anderen Videos mir anschauen, besonders das von Ute und Ramona. Die habe ich mir nämlich vorher noch nicht angeschaut, denn ich wollte mich ziemlich überraschen lassen und mich auch noch nicht so beeinflussen lassen von den Antworten, die die anderen geben. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr den Tag auch machen möchtet. Schickt mir unbedingt eure Links, wenn ihr das getan habt, denn ich bin ganz gespannt, wie ihr antwortet. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf immer gejagt und hoffe, dass es mir gefällt. Und bis bald!